Mascherano dementiert Trainerentmachtung. Argentiniens Nationalcoach Jorge Sampaoli drohte nach der 0:3-Niederlage gegen Kroatien bereits die Entlassung. Beim Sonntagstraining des Vizeweltmeisters hatte man den Eindruck, Sampaoli habe nicht mehr das Sagen. Sein Co-Trainer leitete hauptsächlich die Einheit. Javier Mascherano dementiert jetzt den Eindruck, dass der Argentinien-Trainer entmachtet wurde. Die Beziehung zu unserem Trainer ist absolut normal. Es ist offensichtlich, dass wir uns unwohl fühlen. Ihm das auch sagen. Wenn wir das nicht machen würden, dann wären wir Heuchler. Wir hatten ein Treffen, bei dem wir über alles geredet haben. Die meiste Zeit haben wir über Fußball geredet und wie wir einen Weg finden können, unsere Probleme zu lösen, sagte Mascherano auf der Pressekonferenz. Argentinien muss am Dienstag gegen Nigeria gewinnen, um noch eine Chance auf das Achtelfinale zu haben. Ägypten dementiert Salah-Rücktritt. Der ägyptische Fußballverband weist die Rücktrittsgerüchte um Superstar Mohamed Salah zurück. Die Berichte, dass Salah weg will, sind komplett falsch, sagte der Verband der BBC. Nach der Ernennung zum tschetschenischen Ehrenbürger kamen Gerüchte über einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft des Liverpool-Stürmers auf. Keitas Rückennummer spaltet Fans. Naby Keita tritt nach seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Liverpool in große Fußstapfen. An der Anfield Road soll Keita nach Informationen des Liverpool Echos seine gewünschte Rückennummer 8 bekommen, die er auch bei Leipzig trug. Diese Rückennummer gehörte jahrelang Clublegende Steven Gerrard und wurde seitdem nicht mehr vergeben. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, die Fans im Netz sind allerdings zwiegespalten.